Das Kelly Suit 90. Damit sagen wir herzlich willkommen wieder bei der großen Radwelt. Hallo Basel. Grüß dich. Ja, du hast uns wieder ein Gravelbike rausgesucht. Du liebst gerade Gravelbikes. Ja, weil das ist für den cool ist, oder? Ich glaube, dass es auch gerade am Zahn der Zeit ist. Die Leute draußen wissen, wovon ich spreche. Das ist gerade up to date. Diese Sachen sind sehr, sehr gefragt und finde ich auch ein ganz neues Terrain, wo sich das Rennrad hinbewegt. So, jetzt kriegen wir auch gleich noch einen Gast. Hallo. Na. Das ist jetzt live am Morgen genau. Für die Zuschauer. Und gut. Da kommt auch, auch direkt noch vom Chef der Hund. Das freut uns. Und ja, kannst auch gleich wir lassen das auch drin. Wenn du hier bist, darfst du gerne mit dazukommen. Du hast zwar jetzt kein Mikro, aber wir kriegen das trotzdem hin. Komm, wir sind ja live hier. Guten Morgen. Sehr schön. Guten Morgen. Für alle Leute, die es nicht wissen, wir zeigen jetzt früh auf, extra, damit die Hunde hier freien Auslauf haben. Und nicht die Kunden. Ja. Ja, und deshalb haben wir hier einfach kurz Ruhe. So, das ist Basel übrigens, wie er Hunde liebt. So. Genau. Aber für alle Leute, die die Unterbrechung jetzt lieben, jetzt habt ihr euch einen Kaffee geholt, jetzt können wir nämlich weitermachen. Ihr dürft ja auch gern vorspulen. Ja, ihr dürft auch vorspulen. Wollen wir nochmal über das Fahrrad reden? Ja, wir reden jetzt über das Fahrrad. Wo wir gerade dabei sind. So. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Skellys. Warte mal, ich mache mal ganz kurz das Mikro wieder dran. Auch das ist live, wir machen das nicht, wir schneiden das nicht raus. Denkt das nicht, dass wir es rausschneiden. Ein bisschen Spaß. So, okay. Also, ja, Kelly's Suit 90, geiles Gerät. Also wie gesagt, ich glaube, im Zahn der Zeit, wir haben ganz, ganz viele Räder mittlerweile. Die Welt spricht über das Gravelrad. Wir haben ein Rennrad quasi für abseits der Piste, haben wir mehrfach jetzt schon vorgestellt. Und hier natürlich auch wieder ein heißes Gerät, Vollcarbon. Ich glaube, René, geh mal drüber, nimm's mal in die Hand. Boah, das kriege ich mit. Also einen Finger kriege ich sogar noch hoch? Ja. Also wir reden jetzt hier. Also es ist mit einem Finger ein bisschen schwer, gebe ich ganz ehrlich zu, aber im Prinzip schafft man es mit einem Finger. Nicht schlecht. Definitiv. Also gerade durch die Komponenten zeichnet sich das Rad wirklich aus. Es ist ein klasse Rad, super designt, finde ich, für die Verhältnisse. Es ist ein sehr sportliches Rad in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben mal vielleicht Augenmerk, kannst du direkt mal auf die Laufräder wieder gehen. Wir haben eine schöne GRX 800-Gruppe, das ist die höchste Gruppe in dem abseitsgerichteten Terrain von Shimano. Einmal 11, top ausgestattet, hier auch wieder mit Nero White ohne Kettenblatt. Das heißt, also ohne Umwerfer, Entschuldigung für die Jungs, ohne Kettenblatt. Ihr seht es, dass es dran ist. Genau. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Die hier, die Blätter sind schwarz. Ja. Warum ist das ein Unterschied? Gibt es da irgendwie einen Unterschied oder ist das eigentlich egal, ob die Silber oder schwarz sind? Ja, es gibt verschiedene Wertigkeiten. Also das heißt, die Andosierung oder diese Beschichtung der Kassetten variiert. In dem Fall haben wir jetzt hier eine schwarz andosierte Kassette hinten drauf und ist für den Abrieb natürlich dann auch ein bisschen besser geeignet. Ne? Okay. Ja, wir haben Novatec Laufräder mit DT Swiss Felgen. Warum erwähne ich das explizit? Weil es ist ein Systemlaufradsatz, der so normalerweise nicht zu kaufen ist. Hier steht DT Swiss sogar drauf. Genau, oder? Der Felgenring ist ein sehr hochwertiger und sehr, sehr steifer Ring oder Felge, die gut im abseits gerichteten Terrain gefahren werden kann. Und die Narben sind natürlich dann auch nochmal zu erwähnen, sind industriegelagert aus dem Hause Novatec. Ist wirklich was richtig Gutes. Ja. Ja. Was gibt's, kannst du noch so sagen? Wir haben die Möglichkeit. Hast du jetzt einen normalen? Bereifung ist wieder jetzt hier. In dem Fall ist nur ein 40er Reifen drauf gebaut. Mhm. Wer das Video vorher gesehen hat oder die anderen, sieht man schon, dass wir verschiedene Reifenbreiten auch anbieten können. Du siehst es auch durch die Bohrungspunkte. Schutzblech ist möglich. Wir können es auch straßenverkehrstauglich für euch machen. Mhm. Also Lichtanlage dran bauen, gar kein Problem. So, jetzt ist ja Frühling und ich möchte eine längere Tour machen. Ja. Was kann man alles hier dran schrauben, an diese beiden Schrauben machen? Also in dem Fall ist es tatsächlich ein bisschen weniger Bohrungspunkte als gewohnt. Ja. Wir haben jetzt hier nur die Flaschenhalterbohrungspunkte am Sattelrohr und am Hauptrohr. Genau, kann natürlich über noch diverse Zusatzhalter mit angebracht werden. Wir haben ja die Vorstellung von VD-Taschen noch gehabt, die wir auch bei uns exklusiv im Laden mit anbieten. Und dort können wir natürlich auch noch Möglichkeiten mit einbringen. Und ich kann vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich wurde neulich von der Polizei angehalten, ne? Nein. Weil ich das Handy in der Hand hatte. Na, das solltest und, du ja tun. Ja, man muss sagen, der Kollege war da noch recht freundlich und so weiter und so fort. Und jetzt meine Frage, wie sieht es aus mit Handyhaltern? Natürlich, natürlich. Gut, dass du das erwähnst. Wir haben hier die Möglichkeit natürlich auch mit SKS, das ist unsere Partnerfirma, mit der wir hier zusammenarbeiten, die Schutzbleche und
unter anderem auch Zubehör für Handyhalterung mitliefert. Schön leger verbaut. Wir haben auf dem Zentralverbauung im Vorbau die Möglichkeit oder über SP Connect. Ist vielleicht auch schon bekannt, bieten wir über die Beiko hier mit an, haben wir die Möglichkeit, auch die Handys gut mit zu integrieren. Ja, wann kommt die Möglichkeit, dass man über den Nabendynamo das Handy mit USB laden kann? Das ist schon möglich. Wirklich? Das ist schon möglich. Wir haben die Möglichkeit, über Rekupation, so nennt sich das im Fachjargon, quasi den Nabendynamo einzuspeisen und dann, da auch ein bisschen Strom rückzugewinnen. Also das erfordert natürlich auch teilweise eine Ladebank, weil sonst haben wir natürlich immer Ladeschwankungen mit drin. Ja, ja, ja. Aber da können wir uns hier nochmal im Laden explizit drüber unterhalten, haben wir auch ein bisschen Zubehör mit da. Und viele Kunden haben ja da auch schon Ideen. Ne? Wenn wir mit so einem Rad abseits sind und mehrere Tagestouren haben, macht das Sinn. Ja, macht das klar, wirklich Sinn, dort noch mobil zu sein. Cool. So, was gibt's noch zu sagen? Also die Füße suche ich mir aus. Genau, Pedale wie immer. Ja. Hier ab hochpreisigen Segment muss oder ist dann Zubehör, was mit zugekauft werden muss. Vielleicht noch zu erwähnen, wir haben hier wieder vollhydraulische Scheibenbremse, einfach für die Sicherheit auch nochmal. Das ist noch das Letzte, was ich mit erwähnen würde zu dem Rad. Und ansonsten natürlich gerne herkommen zu uns hier in den Laden. Wir sind von Montag bis Samstag. Du bist noch nicht raus, ich unterbreche dich ganz kurz. Was ist, wenn ich als Stadtfahrer einen Ständer haben möchte dazu? Das ist natürlich jetzt hier eine klasse Frage. Ja. Also, Möglichkeiten sind Sie... Ich schaffe es heute noch, ja. Ich persönlich rate davon ab. Also, das heißt, an den Carbonrahmen einen Ständer, Seitenständer zu verbauen. Zumal die Reibung oder die Bohrung auf dem Rahmen so nicht ideal ist. Ja. Und so ein Rad wird in der Regel ohne Ständer gefahren. Okay, dafür müssen wir dir vielleicht mal ein anderes raussuchen. Das heißt, das ist dann so, wenn ich zum Beispiel irgendwelche bei den Radrennen irgendwie sehe, wo die Räder dann irgendwie manchmal aufgehangen werden. Genau. Okay, macht auch bei dem nicht so Sinn. Ne? Also wir haben jetzt hier einen Vollcarbonrahmen, der super leicht ist und dann baust du dir einen Ständer dran, der wiegt... davon rate ich ab, aber wir machen es auch für euch möglich. Also ich schaff's aber, den Basel-Ring jetzt mal sprachlos zu kriegen. Sehr gut. Also nochmal zusammengefasst, wie heißt das Rad? Also das ist das Kelly Suit 90. Wir haben es in verschiedenen Ausstattungsvarianten da. Genau. Ja, und wenn ihr es probefahren wollt, dann hier bei der großen Radwelt in Markkleeberg auf dem Markkaufgelände. Man kommt einfach hin und man meldet sich vielleicht vorher. Kann man auch mal anrufen vorher, aber und sonst kann man auch vorbeikommen. Und was man vielleicht noch nicht vergessen kann, Basel, es ist hier ganz schön viel Betrieb, selbst vor um 10, obwohl er gar nicht aufmacht. Mhm. Es kommen ganz schön viele Leute an, die ihre Fahrräder reparieren lassen. Ja, ne? Das geht wieder los, die Sonne geht auf und ich denke auch zur passenden Zeit, wenn ihr Termine bei uns in der Werkstatt machen wollt, ne, bitte gern vorher mal ganz kurz anrufen. Desto mehr die Sonne aufgeht, desto mehr Drang. Ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich manchmal komme im März, ne, und ich will mein Fahrrad repariert haben, dann meckerst du schon rum. Naja, nee, ganz so schlimm bestimmt, ist nicht. Nein, bestimmt aber für dich. Das heißt, macht lieber einen Termin und lasst es lieber jetzt noch machen. Dann habt ihr ein bisschen später Luft und könnt schneller losfahren, wenn das Wetter dann warm ist. Wir freuen uns. Gut, bis dann.